Guten Morgen! Heute geht's zum Chemnitzer Rohkost-Potluck und vielleicht danach noch auf Lalibatat. Wir werden sehen, ich nehme euch heute auf jeden Fall einfach mal wieder mit. Ich wünsche euch viel Freude beim Video. Ab geht's! So, jetzt geht's nochmal in den Garten, den organischen Müll entsorgen. Nicht, dass wenn ich in ein paar Tagen wiederkomme, eine Wurmkolonie bei mir in der Küche ist. Weil im Sommer wird das relativ schnell mit den Maden und so weiter, wenn man organischen Müll hat. Und dann hole ich mir noch ein paar Oropacks. Beim Festival immer nicht die schlechteste Option, weil man weiß nie, wer neben einen schläft. Und von daher, ja, geht's jetzt los. Und ich zeige euch nochmal meinen Garten, wie er jetzt aussieht, für die Leute, die mein Gartentagebuch vermissen. Bis gleich. So, jetzt sehen wir meinen Garten. Es blüht und es grünt. Und ich werde jetzt nochmal ein paar Beeren pflücken. Die ersten Brombeeren sind auch schon reif. Aber ich gehe heute nochmal zu den Himbeeren, weil die Himbeeren, da gibt es jetzt nicht mehr so viele. Und die werde ich mir jetzt sozusagen die letzten einverleiben. Und dann geht's auf zum Rohkost-Potluck. Yeah! Meine Stimme ist noch nicht ganz da. Da habe ich gestern ziemlich lang gesungen. Am Donnerstag war ich beim Konzert von Xavier Watt. Richtig geil. Ich verlinke euch unten mal ein beliebiges Video oder Album oder irgendwas. Das ist richtig, richtig genial. Xavier Watt. Das hier sind die Oropacks von Hansaplast. Eigentlich sind es die Ohrstöpsel von Hansaplast, weil Oropacks ist ja schon ein Markenname. Aber diese Ohrstöpsel hier sind meiner Meinung nach wirklich die besten. Also ich habe auch die Schaumstoffdinger von Oropax probiert und auch noch von Cisco. Und ja, von allen drei Firmen waren die am angenehmsten zu tragen sind, die am längsten halten und vor allem die natürlich den Geräuschpegel am meisten reduzieren. Hansaplast, die besten. Auch die verlinke ich euch unten, wenn ich sie finde. So, das ist jetzt quasi ein Dörrgerät füllen voll. Und ja, ist auch schön knusprig. Hört ihr das? Knackt schön. Ja, liegt auch glücklicherweise an meinem Dörrgerät. Ich habe schon gehört, dass bei anderen das nicht so geht. Also, das hier. Ich habe schon mal eine Rezension gemacht. Ich verlinke euch mal das Video. Das ist wirklich preis-leistungstechnisch. Ich habe es damals noch für 100 Euro gekriegt, einen neuen Lagen. Also, bin richtig mega zufrieden. Jetzt noch ein Smoothie und ja, dann kann es losgehen. Ich muss unbedingt mal ein Video zur Pünktlichkeit machen. Also daran habe ich echt zu arbeiten. Also nicht an Pünktlichkeit, sondern an dem Ertragen der Unpünktlichkeit von anderen Menschen. Aber naja, das ist meine Aufgabe. Jetzt. Ich übe mich in Geduld. Was mich dabei dann immer irritiert, ist die Tatsache, dass die Menschen dann nicht wenigstens mal kurz Bescheid sagen und sagen, hey, ich komme später als ausgemacht. Und also wenn ich irgendwo zu spät komme, dann komme ich nie zu spät. Aber sollte ich mal zu spät kommen, ja, dann würde ich doch Bescheid sagen. Und wenn ich eine Zeit ausmache, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich mache zum Beispiel aus, ich komme 10.30 Uhr, dann bin ich immer, sagen wir, irgendwann ab 10.15 Uhr da. Weil 10.30 Uhr ist der Zeitpunkt, wo man sich trifft. Und am Treffpunkt ist man doch da. Das ist so meine Logik. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ja. Wir haben jetzt 10.42 Uhr. Geduld. Ab wann werdet ihr verrückt? Nach wie vielen Minuten nach dem Treffpunkt werdet ihr verrückt? Bei mir geht es schon los nach einer Minute. Oder wenn es 10.30 Uhr ist und derjenige ist nicht da. Dann sag ich mir, hey, wieso ist er nicht da? Wir wollten uns doch 10.30 Uhr treffen. Aber es ist halt mein Problem. Es ist nur mein Problem. Und ich warte. Da ist jetzt ein schuldbewusstes Gesicht. Das ist furchtbar, die Leute kommen zu spät und dann. Nee. Schaut mal, wer da fleißig ist. Macht das. Klemmst du das so ein und dann machst du die von oben nach unten oder wie funktioniert das? Das ist immer verschieden. Ach so. Fleißig. So, jetzt sind wir wieder in der nichtssagendsten Stadt, die ich kenne, Chemnitz. Und entsprechend gibt es auch nichts zu sagen. So, das ist jetzt sozusagen das, was rausgekommen ist. Das ist Penisschmuck. Das muss man hier zusammenziehen. Also hier in das Loch kommt dann der Penis rein. Und hier dann der Hodensack. Nee, andersrum. Der Hodensack und dann der Penis. Wie war das jetzt nochmal, Hanna? Das ist Barfuß.
Barfußschmuck. Ach, Barfußschmuck ist das. Na gut, alles klar. So, jetzt bin ich am Rohkostpotluck angekommen. Und ja, irgendwie sind das dieselben Gesichter wie auch in Leipzig. Da ändert sich nicht wirklich was. Und ja, schöner Spielplatz hier daneben, für die Kinder zu spielen. Und jo. Und dann werden sie irgendwann bald essen. Ein bisschen steht er schon in der Mitte. Ah, die machen das so, dass alles in die Mitte kommt. Wenn es nicht so viele Leute ist, dann kann man das so machen. Da stellt man einfach alles in die Mitte. Und dann. So, das ist jetzt das Essen. Wir haben jetzt hier so in so einen Kreis hingesetzt. Das war zwar nur 3 Tage. Also dann das Wochenende sozusagen, wie die komplette Woche. So, und jetzt haben wir uns alle hier versammelt und irgendjemand hat gepupst. Hier stinkt es etwas. Keiner hat sich bis jetzt bereit erklärt, wer es gewesen ist. Aber auf jeden Fall. Au, geh weg! Ja, wir waren jetzt beim Potluck. Die Jacqueline hier, die hat das veranstaltet. Beziehungsweise sie hat da alles ein bisschen die Werbetrommel gerührt und ein bisschen geschaut. Und ja, und wie war es? War das jetzt dein erster, den du veranstaltet hast, oder hast du schon mehrere gemacht? Nee, es war nicht der erste. Wir haben schon ein paar vegane Stammtischtreffen gehabt in Chemnitz. Keine rohköstlichen. Ja. Und macht bei uns immer jemand anders mal. Und ja. Das ist schön, wenn man sich so ein bisschen die Klinke in der Hand gibt und jeder da mal das macht. Und bist du zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist? Ja. Waren also, total viele aus Leipzig da, ne? Ja, komischerweise. Wir kennen jetzt Rohkostpotluck. Ja. Das ist ja kein Softporn und das ist ja ein Resümee von einem Potluck-Video. So, und ja, und jetzt gehen wir noch wohin, weil jetzt ist nämlich was in Chemnitz heute? Streetfoodmarkt und Parksommer. Streetfoodmarkt und was? Parksommer. Was ist das? Musik, jeden Abend. Okay. Ja. Da gehen wir jetzt noch hin und ja, gibt es noch was zu sagen? Dass es schön war. Achso, es war schön. Nee, da war es schön. Ich habe ja ein paar Filmaufnahmen gemacht. War total schön, war auf jeden Fall sehr, sehr entspannt, unkompliziert. Mhm. Die Leute waren total relaxed, genau wie in Leipzig, in Euskirchen natürlich genauso. Und es war echt, die Menschen, ja, einfach überschaubar war es. Entspannt. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil es bloß 20 Leute oder so waren, ne? Ja, circa, ne? Genau. Und ja, ein bisschen familiär. Dann kam die Polizei und hat gesagt, hier, aber nur vorsorglich, wenn ihr grillen wollt, das geht hier nicht. Dann haben wir dann aufgeklärt über vegane Rohkost und die gesundheitlichen Vorteile von veganer Rohkost und warum Grillen für uns nicht in Frage kommt. Und dann sind sie relativ zügig wieder von dann gegangen. Hm. Ja. So. Viel mehr gab's nicht. Ja. Gut. Also, wenn ihr das nächste Mal, wenn ihr in Chemnitz wohnt oder in der Nähe von Chemnitz, Jacqueline ist eure Ansprechpartnerin. Ich verlinke ihren Kanal unten. Auch wenn ihr einfach mal so auf einem neuen Kanal neue Inspiration wollt. Jacqueline, machst du ein bisschen was auf deinem YouTube-Kanal oder... Sehr selten hin und wieder mal, aber ja, wer mag, kann ja trotzdem mal gucken. Genau. Und jetzt geht's weiter zum Parkfestival und Streetfoodmarkt. Na dann, tschüss! Tschüss! So, das ist der Streetfoodmarkt. So, jetzt sind wir auf dem Streetfoodmarkt. Was hier gegessen wird, ist definitiv nicht vegan. Also, Maden und was ist das andere? Ich habe keine Ahnung. Also ja, Mehlwürmer und ja, weiß ich nicht, und Heuschrecke. Aber du weißt schon, dass die Gewinnspanne ganz schön groß ist, weil es kann nicht teuer sein, das Zeug. Ist egal, es geht um Spaß. Ja. Ich glaube, mit solchen Menschen muss ich mich hier umgeben. Dein Herz kann warm sein oder Eis. Du kannst das Glück schon in dir tragen oder noch immer danach fragen. Oh ja, da kennt man nix. Chiara reitet den Bullen. Okay, ja. Ja. Wir gehen jetzt abends hier auf so einen Spielplatz und werden und die Restenergie sozusagen jetzt noch raustoben lassen, was wir da noch haben. Und werden schaukeln und wippen und spielen und Basketball rennen und so die Zwiebeln dort sitzen. Und ja, und dann werden wir irgendwann dann einschlafen. Gina, habe schon gesagt, dass die Schuhe nicht zu deinem Outfit passen? So. Ich spring gleich ab. Nein, nicht! Und ich kann gar nicht abspringen. Eine Doppelschaukel. Ruhig. Willst du noch in die Mitte gehen? Oh, Glühwürmchen. Ach nee, eine Motte. Ja, der Abend
neigt sich jetzt tatsächlich dem Ende. Wir haben jetzt hier so verschiedene Dinger da lebensmüde uns da umhergeschwungen und an Federn versucht. Und ein schöner Tag hier zu Ende. Ja. Vom Rokospotluck hatte ich jetzt nicht so viele Impressionen. Wir haben da noch ein bisschen Musik gemacht und so. Aber ja, ich habe dann einfach nicht mehr so die Kamera im Fokus gehabt und ja, ein bisschen vergessen dann zu filmen. Aber mal sehen, was dabei rausgekommen ist. Aber ihr habt immer einen schönen Eindruck von dem Tag. Und ja, was bleibt, ist halt einfach, was ich euch immer wieder sage, sorgt dafür, dass ihr echt einen großen sozialen Kreis um euch schafft. Dass ihr viele, wirklich viele gute, intensive Herzensmenschen ja, einfach wirklich in eurem Umkreis vereint. Und da könnt ihr jeden Tag geile Tage erleben. Ihr müsst im Endeffekt wirklich nur anrufen, Facebook, sagen, hey komm, lass was machen. Und kann jeder Tag einfach total schön werden. Man sollte ja jeden Tag die Chance geben, der Schönste des Lebens zu werden. Und heute war ein sehr schöner Tag. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.